Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Skeptischen Gesellschaft. Die Skeptische Gesellschaft ist eine Initiative aus der Mitte der GWOP, von GWOP-Mitgliedern für GWOP-Mitglieder und solche, die es vielleicht werden wollen. Und ich sitze heute auch mit einem anderen GWOP-Mitglied hier zusammen, nämlich mit Holger Marx. Hallo und herzlich willkommen. Moin Moin. Holger, wir sitzen heute zusammen, weil wir uns über Extremismus unterhalten wollen, weil du in der Extremismusforschung tätig bist. Du hast in Berlin studiert, bist Islamwissenschaftler, hast Soziologie studiert und bist am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Unter anderem auch mit der Hessischen Stiftung für Frieden und Konfliktforschung. Ja, und ich bin auch Co-Leiter einer Forschungsstelle in der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, wo wir uns mit, ja, insbesondere rechtsextremen Dynamiken im digitalen Raum befassen. Nicht nur, aber vornehmlich. Ja, und das vor allem auf datenwissenschaftlicher Grundlage. Ne? Und das machst du hauptsächlich im Moment, ne? Das ist das, was ich hauptsächlich mache. Ja. Okay. Ja, und wir hatten in der GWOP eine ganze Menge Debatten darum, naja, es geht ja ganz häufig Woke und Anti-Woke, und in dem Zusammenhang ging es auch darum, dass angeblich rechte Narrative bedient würden. Und jetzt frage ich mal den Extremismusforscher, was versteht man denn soziologisch unter einem Narrativ? Ich kenne es aus der Sprachwissenschaft, eher eine Erzählung, sagt man in der Soziologie auch. Ja, klar, das wäre natürlich die Übersetzung. Eine Erzählung, ne, wird auch meistens synonym verwendet. Grundsätzlich gibt es natürlich auch ein bisschen Streit darüber, was darunter zu verstehen ist. Okay, Streit kann man es vielleicht nicht nennen, aber es gibt unterschiedliche Interpretationen. Man könnte vielleicht sagen, elaboriertere Formen und eher vulgärere Formen. Die vulgäreren Formen treffen wir so vor allem im populären Diskurs auch an, halt so, ne? Also man hat ja auch so das Gefühl, dass dieser Narrativbegriff, der wird ja einfach mittlerweile so für alles verwendet, ne? So für Wording, für Framing, ne? Überhaupt ein Thema ist dann häufig auch fast schon synonym wie Narrativ, ne? Es wird also sehr schwammig benutzt. Deswegen gibt es ja auch Kritik daran, so, ne? Also viele empören sich ja auch schon in den sozialen Medien, gehen ja weg mit dem Begriff, ne? Würde ich auch sagen, ein Stück weit auch zu Recht, weil er einfach inflationär verwendet wird. Aber das tut dem Begriff natürlich auch ein bisschen Unrecht, weil hat durchaus auch einen analytischen Mehrwert. Ich denke, nur Nämlich dass aber genau. trotzdem, genau, ja, wenn man es jetzt nicht einfach nur gleichsetzt natürlich mit Themen, ne? Sondern wirklich das im Sinne einer Erzählung versteht. Erzählungen sind ja durchaus das, was im Alltag passiert, ne? Wenn sich Politik transportiert und diffundiert, ne? Und in dieser Erzählung sind ja bestimmte Normen, Werte eingebettet, ne? Vielleicht politische Zielsetzungen, es gibt eine Moral und so weiter, ne? Also es besteht aus bestimmten Elementen. Also das heißt, der Narrativbegriff ist voraussetzungsreich. Es sollten bestimmte Elemente vorliegen und erkennbar sein, damit man von einem Narrativ spricht, ne? Okay, also jetzt sagen wir mal das beliebte Vorurteil, die da oben, die machen ja sowieso, was sie wollen. Wäre das schon ein Narrativ? Wären wir persönlich jetzt zu dünn, wird natürlich gerne so gemacht, ne? Hat natürlich schon Ansätze, ne? So vor allem, wenn man auch den Kontext kennt, wäre mir jetzt natürlich zu wenig, weil so da ist mir jetzt lass mich so ausdrücken, ne? Der Begriff hat einige Parallelen mit dem Begriff der Frames, ne? Der wird ja, der ist ein bisschen abgelöst worden durch diesen narrativen Trend, wenn man das so mal nennen will. Ne? So bis vor 15, 5 Jahren, vielleicht die 10 Jahre davor, lag eher das Konzept Frames im Trend, vor allem in der Protest- und Bewegungsforschung. Ne? Ne? Da ging es dann auch darum, was sind sozusagen die Situationsdefinitionen von der Welt, ne? Die ein politischer Akteur hat, ne? Oder auch das Individuum. Ne? Wie meint er, dass die Welt beschaffen ist? Und da gehört halt eine Problemdiagnose dazu, also ein diagnostisches Moment. Ne? Aber auch sowas wie ein prognostisches Moment. Was meint man, wo das hingehen soll? Ne? Und das zusammen ist die Grundlage von Framing. Ne? Framing ist nicht nur ein aktiver Akt, sondern auch das, wie wir uns halt irgendwie Welt auch rationalisieren halt so, ne? Und auch subjektivieren halt. Ne? Und ja, und wenn man das
ähnlich anwendet auf die Narrative, ne, dann müsste man sagen, ja, hier muss schon irgendwie sowas wie eine Situationsdefinition vorliegen. Das liegt vor, ne, weil die da oben machen doch nur, was sie wollen. Ne. Mhm. Aber da fehlt so ein bisschen das prognostische Moment und das daraus so quasi Moral der Geschichte. Ne. Und was wäre dann, also hast du ein Beispiel für ein Narrativ? Naja, wenn man es sehr streng nimmt jetzt natürlich mit dem Begriff, dann gibt es natürlich auch einige noch immer zu identifizieren. Beim rechtsextremen Spektrum, da wären wir vielleicht jetzt beim Thema, was sind jetzt auch rechtsextreme Narrative, ne? Da suchen wir ja nach dem, was die Definition rechtsextrem erfüllt. Ne? Das heißt ja sowas wie eine Art völkische Lesart, ne? So wie soll man sagen, auch ein Überlegenheitsdenken, ne? Die Vorstellung von einem homogenen Ethnostaat und so weiter, ne? Das sind Charakteristika rechtsextremen Denkens halt, ne? So, was ja zu differenzieren ist von rechten Denken, rechtskonservativ. Mhm. Das lass uns ja gleich im Anschluss mal nochmal auseinandernehmen. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt so im rechtsextremen Spektrum nach einem Narrativ schauen würde, dann wäre jetzt natürlich ein Erfolgsnarrativ jetzt auch, wie wir es vor allem bis 2020 hatten und was gerade so ein bisschen so ein Revival auch erlebt, ist zum Beispiel sowas wie das Bevölkerungsaustausch oder das Volkstod. Das kann man durchaus auf diesen Begriff aufbringen, halt so, ne? Aber der Begriff selber ist natürlich nicht das Narrativ. Ne? Das Narrativ ist natürlich die Rechte, das Verzählen. Ne? Mhm. So, und da gehört jetzt beim Volks, da gehören jetzt zum Beispiel jetzt beim Bevölkerungsaustausch natürlich verschiedene Elemente auch dazu. Ja? Da gibt es sowas wie einen inneren Feind und einen äußeren Feind. Also es ist ja auch eine relativ komplex Und eine Elite, Story, die dann bewusst dafür sorgt, dass hier der eigene Volkskörper geschwächt wird. Ne? Genau, also da gibt es ja auch, wie soll man sagen, verschiedene Abstufungen dieser Erzählung. Wie das ja so ist, Erzählungen diffundieren und entwickeln dann verschiedene Versionen. Ne? Mhm. Die extremste Version ist dann natürlich die vom Volkstod, ne? Oder halt jetzt auch eine Vorstellung vom Bevölkerungsaustausch, der gezielt von Eliten gesteuert wird, ne? Wo man natürlich auch so eine gewisse Marriage, ne, mit so verschwörungsideologischen Denken eingeht halt, ne? Aber grundsätzlich andere Elemente rechtsextremen Denken sind natürlich, dass sowas auch wie der Feminismus oder sowas auch schuld ist an diesem Bevölkerungsaustausch, ne, weil er, wie soll man sagen, den Volkskörper zersetzt halt so, ne, die natürliche Reproduktion halt so, das Volk ist halt nicht mehr gewährleistet ist dadurch und man dadurch demografisch auch ins Hintertreffen kommt halt so. Diese Argumentationen sind dann natürlich eher völkisch veranlagt, aber die müssen nicht unbedingt verschwörungsideologisch sein, ne? Das, was ich zum Beispiel jetzt geschildert habe halt so. Mhm. Verschwörungsideologisch wird dann da, wo du sagst, dieser Feminismus, ne, also ist Teil von dem Plan oder so. Ja, insofern gibt es immer verschiedene Abstufungen und Varianten halt natürlich auch von Narrativen. Die einen erzählen sie mehr dramatisch, bisschen mehr dramatisch als die anderen halt, ne? Aber sie bedienen sich so ein bisschen so aus demselben Horizont. Ne? So und das heißt, ein Wort, so wie es ja in der GWOP auch kritisiert wurde, ein Wort ist erstmal ein Wort. Also woke ist erstmal ein Wort. Und ob das Ganze Neurechts ist oder wie auch immer, hängt davon ab, ob und wie es in ein Narrativ eingebettet wird. Und hieße dann, ja, das ist, hängt vom Kontext ab und für sich genommen kann ein Wort noch kein Narrativ sein, richtig? Ja, was denn sonst? Das ich ist ja auch selbst noch mal ein Wort ist erstmal ein Wort, halt natürlich. Halt so, klar. So, natürlich gibt es Worte, die sind natürlich dann eindeutig konnotiert. Die Dolchstoßlegende. Dolchstoßlegende oder jetzt immer. Linke würden ja auch niemals jetzt vom Volkstod reden, das ist ja völlig klar. Mhm. Aber es gibt ja, also die sind ja inhärent halt schon völkig qualifiziert sozusagen halt, so, ne? Aufgrund der Sprachwahl schon. Andere Begriffe sind ja neutral und werden sich dann eher von den Rechten angeeignet oder wurden von den Linken häufig auch aufgegeben, ne? Das ist ja natürlich auch so ein Ziehen und Stechen. So, man hat ja viele Begriffe, die ja auch erstmal links starten und dann halt irgendwie Teil dann des rechten Sprachkorpus werden. Woke ist ja so ein Begriff. Oder auch Political Correctness. Ne? Das ist ja eher ein Begriff, der mal erst innerhalb der Linken aufkam, so um sich innerhalb der Linken über die Moralprediger so ein bisschen lustig zu machen, halt so, ne? Hatte ja was Sarkastisches halt so. Ne? Auch das wurde dann natürlich, hat dann eine ganz andere Karriere genommen. So, ne? Aber erstmal sind das ja Begriffe, die jetzt aus ihrem
inhärenten Gehalt heraus, der jetzt erstmal nicht irgendwie recht aufgeladen sind und höchstens im Wettstreit, ne, im Ziehen und Stechen um diese Begriffe dann vielleicht recht konnotiert werden können. Und Woke ist jetzt so einer, ja, der natürlich diese rechte Konnotation hat, weil, das sind wir ja auch, Sprache schafft Realität, ne, behaupten Woke auch gerne, ja, zu Recht, ne? Und ja, hier wird natürlich auch durch Sprache Realität geschaffen, ne? Wenn man natürlich einen Begriff jetzt sozusagen aufgibt, ne, und sagt, dass das unter Linken sozusagen nicht verwendbar und das dann einfach auch nur den Rechten überlässt, dann dauert das gerade in Zeiten digitaler Medien, ne, wo Prozesse der Meinungsformierung auch ein bisschen schneller laufen, halt nicht lange halt so, dass das dann halt irgendwie auch als ein rechter Begriff wahrgenommen wird. Also man schafft damit ja auch diese Realität, also der klassisch sozialkonstruktivistische Winsel, würde ich mal sagen. Aber Woke ist ja ein Begriff, der in der Mitte der Gesellschaft und links genauso benutzt wird wie rechts. Und dieser Zungenschlag ist jetzt, ja, also ich will jetzt nicht sagen neu, aber ich glaube ursprünglich eher ein Begriff, der im linken Spektrum benutzt wurde, oder? Naja, klar, es kommt ja eher aus Gruppenzusammenhängen, die man ja eher so mit subalternen Subjekten verbinden würde, ne? So, ne? Also auch tatsächlich auch aus der schwarzen Bewegung. Ne? Und aber wenn wir über die aktuelle Entwicklung reden, so müssen wir eigentlich gar nicht so weit zurückgehen. Ne? Der Begriff ist populär geworden, halt so insbesondere als Barack Obama ihn benutzt hatte. Ne? Danach hat er so einen Hype erlebt. So, und dann gab es so eine kurze Zwischenphase. Wie gesagt, in digitalen Zeiten geht das alles viel schneller halt so, ne? Diskursverschiebung, Wortkonnotation, das verschiebt sich heutzutage alles sehr schnell. Wir merken das manchmal. Ja. So, das ist eigentlich eine kurze Phase, über die wir reden. Barack Obama bringt das auf. Man hat dann erstmal so ein bisschen dieses Ziehen und Stechen an Begriff halt so, ne? Und dann wird der Begriff aber relativ schnell dann auch von links aufgegeben halt, ne? So, weil die Rechten sich darin ja bestätigt gefühlt haben und dann ganz gut mit dem Begriff gearbeitet haben. Also so. Und das aber ist er auch kommt ein bisschen jetzt zurück, oder? Also ich habe das Gefühl, er kommt zurück. Naja, was heißt jetzt zurück? Das ist doch seit einem kurzen überhaupt erst, also es ist doch eine kurze. Also ich weil weiß, du sagst, sie ihn aufgegeben, aber ich finde. Also von der Linken? Wie soll man sagen, als anerkannter Begriff auch in der Linken. Also natürlich hat man dann sozusagen, sagen wir mal, den Woken-Part in der Linken, der, dass er aufgegeben hat, ne, und dann letztendlich auch den Teil der Linken, der eigentlich meinte, dass man damit sinnvoll arbeiten kann, natürlich dann auch in diese Bredouille gebracht, dann halt unter Verdacht des Rechtsseins zu stehen, halt so, ne. Die Sache ist, warum, das Argument ist dann natürlich häufig halt, die Rechten nutzen das, warum musst du das nutzen, halt so, also das sind ja komplexe Fragen, ne, macht man so ein Spiel überhaupt mit, lässt man sich von den Rechten halt irgendwie den Diskurs so dominieren, vorgeben halt so. Das Entscheidende ist hier einfach halt so, dass, glaube ich, auch dieser Begriff ein Stück weit deswegen in Mode gekommen ist, halt so, weil er zumindest einigermaßen was fassen konnte, was schon länger versucht wird zu beschreiben und wo die Leute ja immer wieder an Widerstände stoßen, wenn man sich an das Phänomen überhaupt heranmacht. Mhm. Bevor wir von Wokeness gesprochen haben, war Identitätspolitik das große Schlagwort. Bevor wir halt von Identitätspolitik gesprochen haben, war Political Correctness halt das große Schlagwort halt so, ne? Also wir durchleben ja so Zyklen halt so, ne? Diese Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen, die dahinter liegen halt so, ne? Die sich auch ein bisschen in diese begriffliche Nutzung einkerben lassen. Und bei Political Correctness war es ja auch das Gleiche halt so, ne? Dass dann irgendwann gesagt wurde, so, das ist doch quasi so das, was Rechte sagen. Als man über Identitätspolitik geredet hatte, ist das eigentlich auch passiert halt so, ne? Also es wird halt permanent damit so die Auseinandersetzung unterbunden und deswegen findet auch keine Theoriebildung halt häufig richtig statt, halt so, ne? Die natürlich halt diese Begriffe auch elaborieren könnte. Und die Leute sind ja nach einer Sprache, auf der Suche nach einer Sprache, um da was zu beschreiben, was manche eher so verstehen würden, andere eher so verstehen würden. Aber es gibt da anscheinend so einen gemeinsamen Nenner, was dieses Wokeness ausmachen könnte, halt so. Ne? Aber indem da halt immer an dieser begrifflichen Ebene schon der Deckel halt irgendwie draufgelegt wird, ne, wird es natürlich schwierig, halt so diese Phänomenologie halt auch wirklich zu entwickeln. Und Wokeness war dann halt sozusagen der nächste Versuch, würde ich mal sagen, ja, ein bisschen halt, ne, immer diesen Sprachrestriktionen auszuweichen. Ne? Und den fanden vielleicht auch manche jetzt treffender als Identitätspolitik, ne? Weil auch da gibt es ja vielfältige Auseinandersetzungen, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Und
Jetzt habe ich lange geredet. Ja, die Sache ist ja auch kompliziert durchaus und ich kann auch gut verstehen, Sebastian Schnelle zum Beispiel, unser Skeptiker-Kollege, hat mir gesagt, dass er den Begriff gar nicht mehr benutzt, weil er sich da nicht drauf einlassen möchte, dass man dann eigentlich nur über den Begriff diskutiert und nicht mehr zum Inhalt vordringt. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. Das kann ich auch gut verstehen. Aber ich würde das, welchen jetzt Begriff ganz jetzt nicht mehr benutzt? Wokeness? Wokeness. Und er sagt, er benutzt lieber andere Begriffe. Ja, also ich würde auch einen anderen Begriff vorziehen. Also ich spreche tatsächlich jetzt von linker Identitätspolitik. Mhm. Ne? Identitätspolitik gibt es natürlich auch von rechts, aber die linke Identitätspolitik hat ihre spezifischen Charakteristika und ich würde sie auch klar abgrenzen jetzt von der subalternen Interessenpolitik. Ne? Also sowas wie Feminismus, Antirassismus und so weiter halt. Ne? Das ist für mich nicht gleichzusetzen mit Identitätspolitik, wie viele das machen. Es geht ja schon um einen spezifischen epistemischen Modus von Politik, wie ich das nennen würde. Und das deckt sich doch dann sehr stark mit der Semantik, finde ich, die halt irgendwie auch im öffentlichen Diskurs ein bisschen so mitschwingt, wenn man über Woke redet. Ne? So, ne? Weil wie gesagt, die Leute sind ja auf der Suche nach der Sprache für so ein Phänomen, was sie irgendwie beschäftigt halt. So. Was auch zugegeben schwer zu beschreiben ist halt so, ne? Weil wir reden hier über ein immaterielles Phänomen halt so, ne? Das anscheinend eine bestimmte Denkform darstellt, ne? So ein bestimmtes Mindset und das ja auch in einer gewissen Weise in der Gesellschaft diffundiert halt so. Und das ist ja tatsächlich ein komplexes Problem. Da geht es um politische Kultur und da geht es um epistemische Fragen und so weiter, ne? Und das ist schwer zu fassen und das ist so ein gewisses Ringen halt und Suchen halt auch nach den Begriffen und so insofern finde ich, wenn wir mal diese Debatte links, rechts beiseite lassen, halt so, lässt sich meines Erachtens ja durchaus auch sinnvoll mit diesem Wokeness-Begriff arbeiten. Und es ist ein bisschen schade halt so, so, ne, dass das immer so kontaminiert wird, ne, durch diese Polarisierungsfall halt so, so, ne, und dann dadurch halt gar nicht mehr tatsächlich über das Sachliche gesprochen werden kann. Also dafür sorgen sowohl Linke als auch Rechte, muss ich mal so sagen, auf ganz unterschiedliche Weise. Und sag mal, wo wir schon dabei sind, Begriffe zu klären, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, auch mal so Begriffe wie Rechtsextremismus, hast du gerade schon erklärt, den mal abgrenzen von Rechtsradikalismus, Faschismus, das wird ja alles fast synonym verwendet, meint aber ja doch Unterschiedliches. Oder? Ja, und das wirst du jetzt ganz grob von mir haben. Ne? Ganz weil, grob, ja. Ja, genau. Weil sonst für ganz genau haben wir keine Zeit. Format hier ja durch. naja, gut, also Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus, also das ist ja, das ist jetzt schwer zu sagen, was da jetzt auch in der Forschungslandschaft halt irgendwie der Konsens ist. Ne? Das ist teilweise auch ein bisschen beliebig, wie das da verwendet wird halt. Ne? Okay. Also da hat ja jeder Forscher so ein bisschen seine eigene Definition, vor allem was halt die Größen halt irgendwie betrifft. Ne? Das ist immer auch so ein bisschen die Frage, wem folgt man da jetzt? Ne? So viele verwenden auch tatsächlich halt Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus halt auch synonym. Ne? Das würde ich jetzt gar nicht tun, weil ich durchaus meine, dass Extremismus und Radikalismus sehr unterschiedliche Rationalitäten halt so von Politik darstellen können. Halt, also, okay, ne? Sag mal in zwei Sätzen. Ich würde sagen, Extremismus tendiert sehr stark zu einem sehr dichotomen Denken, ne? Also die Dinge sehr stark so an der Oberfläche, denkt sehr stark halt auch in Kollektiven halt so ne? Sehr stark vom Überbau her halt einfach, ne? Also Extremismus ist ein Stück weit die Politik der Übersimplifizierung, würde ich halt sagen, halt so. Und okay. Hat gerade aufgrund dessen natürlich auch eine inhärente Tendenz vielleicht auch zur Militanz und zur Gewalt halt, ne? weil man damit halt natürlich sehr schnell Feindbilder halt aufbaut halt auch, ne? Radikalismus halt so würde ich doch dann eher, ne, also eine Bewegung verstehen, die der Sache auf den Grund gehen will, sozusagen, ne, aber ne, im Gegensatz irgendwie zwischen von dem, was jetzt so zwischen Radikalismus und Extremismus liegt, halt so, ne, sich da so auch nur sagen, ein Stück weit verliert in der Komplexität von Gesellschaft halt. So, ne? Also man sieht das zum Beispiel bei der anarchistischen Bewegung, ne, im 19., frühen 20. Jahrhundert, die dann teilweise Strömungen entwickelt hat, die jede Form von Organisationsstruktur abgelehnt hat, halt, ne, weil man damit ja Macht reproduzieren würde und so, ne? Also Radikalismus in dem Sinne neigt eigentlich auch ein bisschen dazu, sich selbst auszuschalten halt, ne? Weil er gar nicht so richtig wirkmächtig werden kann, weil er sich ein Stück weit auch zerlegt, ne? Aber aus dieser Verzweiflung können dann ja auch dann so
auch eine Militanz natürlich resultieren, wie zum Beispiel anarchistische Attentäter früher oder sowas. Ne? Aber das basiert halt alles auf einer sehr starken Vereinzelung, also so, ne? Die ein bisschen halt auf diesem Denken folgt, alles zu zergliedern und halt irgendwie zu dekonstruieren. Halt, so, ne? Also es ist ne, auf der einen Seite die Übersimplifizierung, auf der anderen Seite die Verkomplizierung sozusagen. Ne? Und im kamenzianischen Sinne, ne, würde es vielleicht irgendwie ein bisschen darum gehen, halt auch so zwischen dem zu vermitteln. Ja, aber das ist eher eine politisch-philosophische Einordnung, die aber trotzdem meines Erachtens Sinn macht, auch sowas wie Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus zu unterscheiden. Ne? Also eine rechtsradikale Bewegung wäre jetzt vielleicht für mich, die gibt es eigentlich selten, aber gibt es, ne, wäre sowas wie eine völkische Siedlerbewegung vielleicht. Halt, ne? So, die tatsächlich auch, ne, die an diese Völkigkeit einfach glaubt, ne, und das im reinsten Sinne leben will, ne, die Linksradikale halt ihre reine Community, ne, das der freien Liebe oder sowas leben wollen oder sowas, ne, das ist ja so eine Form des Radikalismus, des Linksradikalismus, ne, und ja, und dann, das heißt noch nicht mal, dass man da gewalttätig unbedingt ist oder sowas, ne, da gibt's dann noch so Kommunen, die sich zurückziehen und so ihr völkig-ariges Ideal oder sowas leben wollen. Das wäre für mich eine rechtsradikales Phänomen. Rechtsextremes Phänomen ist natürlich das, was halt irgendwie auf einen homogenen Ethnostaat zum Beispiel abzielt, mit autoritären Mitteln, in autoritären Zielformen und so weiter, ne, und da starke Ungleichwertigkeitsideologien auch mit einher. Und dann bis hin zum Terrorismus, ne? Klar, weil halt diesen starken, also es ist keine notwendiges Charakteristika von Rechtsextremismus, aber halt dieses Denken, was ja sehr stark dichotom ist und ein klares Innen- und Außen benennt, neigt natürlich zu starken Freund- und Feindbildern und natürlich dadurch auch stärker halt zur Gewalt natürlich, halt so, vor allem auch zur kategorischen Gewalt, ne? Während ein Radikalismus vielleicht eher zur selektiven Gewalt neigt, wenn er sie hat, halt, ne? So würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel sowas wie spezielle Funktionsträger oder sowas eliminieren will und jetzt nicht Angehörige einer Gruppe einfach angreift aufgrund ihrer Gruppenmeldung. Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, besser verstanden. Und jetzt fehlt uns noch der Begriff des Faschismus. Wird ja auch ganz schnell erhoben. XY ist faschistisch. Ja, das ist ganz interessant, weil ich selber denke, dass Faschismus ist nichts, was von Außerirdischen kommt, halt so und tatsächlich halt irgendwie sich ganz leicht in der Gesellschaft auch verbreiten kann, im latenten Sinne mindestens, oder zumindest im subtilen Sinne. Irgendwie so ein bisschen Faschismus halt ja irgendwo überall. Ne? Insofern klingt das erstmal verharmlosend, aber gleichzeitig würde ich da sehr hohe Hürden dran stellen, ne? Nämlich was man darunter genau versteht, also es nicht gleichzusetzen mit rechtsextrem. Auch da gibt es natürlich verschiedene Lesarten. Es gibt eine ganze Faschismusforschung, ne, die da sehr unterschiedliche Interpretationen hat. Aber wenn wir jetzt mal nach der Semantik gehen würden, die so von Robert Paxton oder Roger Griffin kommt, das sind zwei sehr renommierte Faschismusforscher, ich finde, die sind sehr orientierenswert, dann würde man Faschismus, ne, jetzt nicht einfach nur als eine autoritäre, stark hierarchische Bewegung, ne, die völkliche Reinheit und so weiter anstrebt, halt verstehen, das ist halt einfach Rechtsextremismus, ne, so, sondern auch ja, eine bestimmte politische Rationalität, ne, die darauf aufbaut, halt die auf den Grundgedanken, da sind wir bei der Diagnose, bei einem Narrativ auch, ne, nach einem narrativen Moment, die eine Situationsdefinition hat, wo sozusagen das Volk, die Nation im Untergang begriffen ist, ne, sich in ihrem Existenzkampf befindet halt, ne, und deswegen ihre Kräfte mobilisieren muss für eine außerordentliche Kraftanstrengung mit außerordentlichen Maßnahmen. Maßnahmen, die vielleicht auch ein bisschen der eigenen Moral widersprechen und so weiter halt so, ne? Das ist das, was Griffin palingetischer Ultranationalismus nennt, ne? Also diese Idee, da ist halt eine Nation im Untergang begriffen und deswegen braucht es so sozusagen eine Wiedergeburt, ne? Durch eine außerordentliche Kraftanstrengung, ne? Deswegen Palingenese, ne? Diese Wiedergeburt, Wiedererweckung. Und das führt halt zu einem überbordenden Nationalismus, ne? Im Denken und auch im Handeln. So, ne? Und das ist nicht alles, was Faschismus kennzeichnet, wie Griffin sagt, aber es ist das faschistische Minimum. Das heißt,
alle faschistischen Bewegungen, die wir in der Zwischenkriegszeit gesehen haben, die mögen sich irgendwo unterschieden haben, aber das haben die alle gemeinsam. So, ne? Also das ist die Kernrationalität faschistischer Bewegungen laut Griffin halt so. Und dann kann man darüber streiten, welche anderen Merkmale halt noch hinzukommen halt so. Ne? Aber wenn man das jetzt einfach mal jetzt generisch halt irgendwie ableitet, ne, also aus den faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit, ne, ne, wo wir das ja auch herhaben, dann wäre das eigentlich so der gemeinsame Nenner, ne, der sich bei allen gezeigt hat. Und wenn man das ernst nimmt, würde man den Faschismusbegriff daran messen, also an sozusagen an nationalen oder völkischen Untergangsnarrativen, ne, der jetzt die heroische Wiedererweckung halt in Folgen muss halt so, und wofür man halt natürlich dann auch ja, die Reinheit der Nation sozusagen wiederherzustellen hat, ne, mit notfalls gewaltvollen Maßnahmen. Okay, da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Klarheit bekommen, was die Begriffe angeht. Jetzt hatten wir uns überlegt, dass wir noch ein bisschen uns mal ein paar Studien anschauen, die in letzter Zeit auch in den Medien weit verbreitet worden sind, wo du dich zum Teil über die Narrative, die an die Studien geknüpft wurden, ja vielleicht auch ein Stück weit geärgert hast oder gesagt hast, ja, nee, irgendwie steht oder ist im empirischen Material eigentlich was anderes drin, als das, was am Ende kommuniziert wurde. Ja, das ist deswegen interessant, weil geht ja auch ein bisschen darum, es gibt ja Narrative über rechtsextreme Narrative. Das ist ja auch nochmal das Interessante, wo halt der Begriff ja inkonsistent angewandt wird halt so, ne? Weil man gerade linksliberalerseits verwendet man den Begriff ja irgendwie so, ja, bei den Rechten, das sind alles so Narrative, ne? Bei uns sind es ja Fakten oder so. Ne? So geht es ja natürlich nicht. Ne? Wenn wir das in einem soziologischen Sinne ernst nehmen, ne? Dann ist das wie jeder Ideologie hat ja jeder sein Framing und jeder halt auch seine Narrative und so weiter. Ne? Und dann ist ja schon die Frage, okay, gut, klar, geschenkt, das sind die rechten Narrative, ja, aber was sind jetzt eigentlich so die linken Narrative, also auch über Rechte halt, ne? Also diese rechten Narrative handeln ja auch sehr von den Linken, ne? Also die Nation zersetzen würden, ne? Und deswegen ist ja Teil des Untergangsproblems halt in der rechten Logik, ne? So, weil Linke sind je nach Variante halt ja sehr stark jetzt zum Beispiel auch in eine Verschwörung eingebettet halt, so, ne? Ne? Wie der Zersetzung der Nation zum Beispiel halt. Und auch der Feminismus, ne, der Reproduktionsfähigkeit halt Volkskörpers unterwandert und so weiter. Ne? So, ja, und das sind rechte Narrative. Und jetzt ist natürlich die Frage, was haben die Linken für Narrative, was haben die für Narrative über die Rechten? Halt, so, ne? Was haben sie für Narrative über deren Narrative? Also man kann das ja auch ein bisschen unendlich weiterspinnen, halt so, je nachdem, wie hörlich man da sein will. Ne? Ja, und da wird halt sehr gerne halt auch die Wissenschaft herangezogen. Also wir haben zum Beispiel jetzt in der Auseinandersetzung mit der AfD, da geht es natürlich auch viel immer darum, ja, weiß nicht, migrationspolitisch, ne? Diskutiert man das jetzt mal halt ein bisschen offener oder macht man sogar migrationspolitische Restriktionen halt so, um da den rechten Wind aus den Segeln zu nehmen? Das schwirrt ja immer in der Debatte rum, ne? Aber so richtig darf man das natürlich linkerseits nicht irgendwie behandeln. Das sieht man ja auch, ne? Wagenknecht, kein Freund von mir überhaupt nicht, ne? Geht jetzt rein deskriptiv halt so. So sieht man dann ja auch gleich, ne, wie das dann auch gleich als recht geframed wird und so weiter, ne? Also da gibt's auch linke Narrative, ne? Also zu sagen, wer Migrationspolitik einengen will, restringieren will und so weiter, der bediene ja rechtes Gedankengut, rechte Narrative, führt sie noch zum Erfolg, normalisiert deren Inhalte, ne, und am Ende wählen halt ja noch die Leute das Original, ne? Also das ist dann so der prognostische Moment, ne, dieses Narrativ. Also, ne? So, deshalb, ne? Brandmauer. Deswegen Brandmauer, genau. Ja. Kein Schritt nach rechts. Vielleicht zeigen wir die Studie mal einmal ganz kurz. Und zwar ist das diese hier. Wir verlinken die auch unten in der Beschreibung. Das Accommodation Work Mainstream Party Strategies and Success of Radical Right Parties. Genau, das ist so eine Studie, wenn man das gleich mal sagen, die wird sehr gerne angeführt, ne? Wenn zum Beispiel im Netz über Migrationspolitik diskutiert wird, jemand da einen Punkt bringt, der dann so für Linke eher rechts klingt oder sowas, ne, dann, oder
der die Debatte öffnen will an dem Punkt, dann wird häufig darauf verwiesen, ne, dass er ja quasi wissenschaftlich zertifiziert ist, ne, dass man hier Steigbügelhalter der Rechten spielt oder sowas. Ne? Das ist so ein bisschen der Ton, der dann immer so rüberkommt, also unter Verweis Ja. zum Beispiel auf solche Studien. Ne? Ja. Und tatsächlich sehe ich hier im Abstract, ich habe es schon gelb gemacht, we do not find any evidence that accommodative strategies reduce radical right support. If anything, our results suggest that they lead to more voters defecting to the radical right. Also sich anpassen, Anpassungsstrategien, die reduzieren nicht den Rechtsradikalen, die rechtsradikale Unterstützung. Also wenn sich die liberalen Parteien anpassen, nutzt es ihnen nicht. Richtig. Ist die Behauptung. Das ist die Behauptung, klar. Und ich würde mal sagen, jetzt hier zum Abstract, also die meisten Leute, die überhaupt wirklich mal überhaupt sich das Paper irgendwie nur draufgeklickt haben und nicht nur sich darauf berufen im Diskurs, die kommen, haben wahrscheinlich auch nicht weitergelesen als das Abstract. Also, aber ich meine, das ist jetzt nicht nur einfach eine böswillige Intuition, das wissen wir ja auch ein bisschen. Wir wissen ja auch einfach, dass durch die Flut von Papern, die in der Wissenschaft verbreitet sind, das wird ja auch in der, sagen wir mal so, in der Wissenschaft so durchaus behandelt, ne? Dass einfach an der Flut von Papers, die auch gibt, selbst Wissenschaftler selbst lesen ja die ganzen Papers heutzutage ja kaum mehr durch, heißt es so. Also viele verlassen sich auch auf die Abstracts. Also wir haben da ja auch einen Qualitätsverlust in der Wissenschaft. Und das ist natürlich vor allem in der Sozialwissenschaft sehr problematisch, weil die ja nochmal generell immer ein bisschen wackeliger ist als jetzt zum Beispiel die Naturwissenschaft halt, ne? Und auch empfänglicher für politische Instrumentalisierung halt, ne? Aber das müssten wir hier jetzt vielleicht mal belegen. Wir hatten, also hier ist eine sehr komplizierte Grafik, da musst du mich mal ein bisschen durchführen, weil ich sehe da nur Dreiecke, Punkte und rote Striche. Ja, genau. Ja, es ist grundsätzlich muss man sagen, dass die Studie an sich eigentlich ziemlich cool ist. Also so, also von der Fragestellung her und was es sich anschaut, würde ich jetzt mal sagen. Also sie nimmt da jetzt einen breiten empirischen Korpus, ne? An inwiefern sich die Wahlprogramme, die Programme von den Parteien in verschiedenen europäischen Ländern über verschiedene Zeiten verändert haben, beziehungsweise den der extremen Rechten angeglichen haben. Daraus dann abzuleiten, halt, ne, wie sich das dann halt mit Wählerverlusten zum Beispiel rechterseits dann verhält. Halt, ne? So, das ist ganz interessant, das ist auch sehr breit angelegt. Man sieht auch, dass das sehr komplex ist. Ne? Da hat man auch sehr viel Arbeit reingesteckt, würde ich mal sagen. Und was heißt das jetzt hier 1 bis 20? Ja, das sind sozusagen die Spezifika, ne, die man versucht hat, halt ein bisschen halt zu differenzieren, weil die Frage ist ja, du willst ja auch wissen, unter welchen Bedingungen klappt das, den Rechten sozusagen Stimmen abzunehmen und unter welchen nicht, ne? Deswegen brauchst du halt natürlich diese Differenzierung. Da sieht man zum Beispiel halt irgendwie auch die verschiedene Zeitfenster, ne, von 1987 bis 2000 ab 2013. Oder halt wurde sozusagen die Anpassung eher jetzt von der Mainstream-Linken oder von der Mainstream-Rechten übernommen, halt so, ne? Also so mal Mitte-Links oder Mitte-Rechts halt irgendwie durchgeführt, das, halt, ne? Hier so, 8-9, No Yes, das ist die Brandmauer, ne? Cordon Sanitaire ist die Brandmauer, ja genau, da geht es darum, ob gleichzeitig auch so eine Art Kooperationstabu praktiziert wurde, halt so, ne? Gegenüber den Rechten. Außenparteien, also inwiefern gab es auch Zusammenarbeiten, vielleicht auch Regierungsbildung als Juniorpartner und so weiter. So, ne? So Cordon Sanitaire ist das, was wir mit der AfD zurzeit in Deutschland praktizieren. Halt, ne? So, dass sie halt eigentlich bestmöglich, von ein paar Ausnahmen abgesehen, in der Praxis halt von Zusammenarbeiten ausgeschlossen. Ne? Jetzt sehe ich relativ viele von den Punkten sind irgendwie um null herum, sag ich mal, ne? Also so richtig große Ausreißer sehe ich erstmal gar nicht. Ja, es ist vor allem natürlich, es ist schon in der Tendenz eindeutig. Das Problem ist eher halt so, was die Striche uns sagen, und das sagt halt, dass vieles da überhaupt nicht signifikant ist, ne? So, weil sie halt irgendwie in einem unklaren Bereich liegen, mal mehr weniger. Also das heißt eigentlich, dass die Studie im Wesentlichen halt durchaus so eine Art Durchschnitt benennen kann, halt, ne?
zu der Fragestellung, wie sich das verhält, halt so, aber nicht in der Lage ist, halt die Spezifika sozusagen klarer benennen, unter welchen Bedingungen geht's und unter welchen nicht. Also da sehr viel Unklarheit halt drin hat. Wenn man die Ausschläge trotzdem ein bisschen ernst nehmen würde, finde ich zum Beispiel interessant, dass jetzt zum Beispiel Mainstream Left halt so, ne, so immer der Ausschlag dann auch ein bisschen eher in die andere Richtung geht. Das ist vielleicht ganz interessant mit Blick darauf, weil das ja auch sehr selten diskutiert wird, halt so, ne, es wird ja immer sehr pauschal, ne, diskutiert, ne? Anpassung ja oder nein. So, es kommt ja vielleicht auch darauf an, wer es durchführt. So, ne? Darauf würde jetzt das Beispiel Dänemark verweisen. Ne? Also sozialdemokratische Partei halt einen restriktiven Integrationskurs eingeschlagen hat, ne? Und dadurch halt die extreme Rechte sehr klein halten konnte halt. So, und Ah, ja, okay, und das momentan wäre zu. hier mit abgebildet unter 11. Ja, aber es ist nicht signifikant hier halt. Das ist halt so. Aber trotzdem würde die Tendenz, macht das einen interessanten Punkt drauf halt, ne? So, also es gibt momentan eine Befragung, ich glaube vom Forsa-Institut auch, die ist erst wenige Wochen alt. Da wurden speziell Wähler im Osten befragt, AfD-Wähler, um rauszufinden, wie die so ticken und auch ein bisschen unter welchen Bedingungen sie sich vorstellen können, halt die Partei wieder zu wechseln, ne? So, da war interessant, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass dann zum Beispiel eine migrationspolitische Verschärfung durch die Unionsparteien durchgeführt werden würde, halt so, dass gar nicht mal so viele Wähler zurückbringen würde, aber würde jetzt sowas wie die SPD oder sowas das halt durchsetzen, na, dann würden viele zurückwechseln. Und könnte, finde ich jetzt auch gar nicht so abwegig, ne, weil alles andere, was wir auch an Studien kennen, das ist ja mittlerweile, da gibt ja auch sehr viel vor, halt so, ne, wie jetzt zum Beispiel AfD-Wähler ticken. Ne. Es ist ja schon so, dass man anerkennt, ein Großteil davon ist nicht rechtsextrem, zumindest nicht im engsten Sinne halt so, ne. Und es gibt da natürlich eine Stammwählerschaft aus Überzeugung und so weiter, die ist auch nicht gering. Aber wir reden ja trotzdem halt so von dem Teil, der AfD den Boost gegeben hat, dass sie uns gerade so gefährlich erscheint halt so, ne? Und das sind Wähler, die tatsächlich auch in den letzten Jahren zum Beispiel auch von der SPD gewechselt sind halt so, ne? Teilweise auch Da zum Stammtisch. muss ich mal den Disclaimer setzen, dass ich da selbst Mitglied bin. Also, oder was heißt Disclaimer? Da muss ich nochmal dazu sagen, dass ich da selber eine Rolle spiele, wenn wir da jetzt drüber sprechen. Genau. Ach ja, spielst du eine große Rolle in der SPD? Nee, ich spiele keine große Rolle in der SPD, aber ich bin in Bremen in der SPD schon aktiv. Ja. Ja, ne, aber klar, es gibt da natürlich, es Also gibt ich bin da. nicht unbefangen, so müssen wir es sagen. Genau, das ist der richtige Begriff. Ja, wer ist das denn? Aber, ja, ne, aber ja klar, also ich meine jetzt gerade Leute, die aus dem, so mal sagen, tradierten Stammklientel aus der SPD jetzt zur AfD gewechselt sind. Oder auch die Linkspartei hat ja auch viele aus der sogenannten Arbeiterschicht verloren. Ne? So, das sind ja Leute, die grundsätzlich eher links ticken halt so, aber dann in so einer entscheidenden Frage halt, wie zum Beispiel der Migrationspolitik, da tatsächlich, und das sehen, zeigen ja alle Umfragen, dass ja da die größte Verärgerung sozusagen in der Bevölkerung ist. Rein deskriptiv erstmal, ne? So, Ja. ne, und da dann halt ja deswegen dann halt das ist halt das Zünglein an der Waage, ne, warum man sich dann da vielleicht für die AfD entscheidet. Und klar, würde da jetzt halt die SPD einen anderen Kurs fahren, migrationspolitische Art, ne, so würde man, denke ich mal, so zeigt das die bisherige Empirie durchaus ja einige Leute zumindest entscheidend halt so, dass die AfD jetzt nicht irgendwie zum Beispiel im Osten die Macht übernehmen kann, also wieder an sich binden halt so. Nur die Frage ist, will man das dann, ne? Aber das ist eine andere Frage. So, will man überhaupt eine migrationspolitische Verschärfung? Verstößt das dann halt nicht gegen andere Prinzipien? Hat das nicht einen bestimmten Preis und so weiter? Fair enough, ne? So, nur ist das halt eine andere Frage als diese wissenschaftliche, ja? Nimmt das rechten Kräften Punkte oder nicht? Ja, so, ne? Und das vermischen die Leute leider auch sehr zu sehr, ne? Also genau, da bist du der deskriptive Wissenschaftler. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, oder meine Beobachtung innerhalb der SPD in Bremen zumindest, ist, dass wir häufig noch nicht mal dahin kommen, dass wir eine sehr differenzierte Betrachtung des Problems überhaupt hinbekommen, weil man davor zurückschreckt, dass man da gleich in eine Ecke gestellt wird, in die man nicht gehört. Und da gibt es, glaube ich, große Vorbehalte. Und dann
lässt man das Thema vielleicht lieber oder greift andere an, die dann möglicherweise auch wirklich nichts Gutes im Schilde führen. Aber ich glaube, eine nüchterne Analyse dessen, womit man es da zu tun hat, und das hat ja viele Aspekte, ne? Man braucht Migranten für den Arbeitsmarkt unbedingt, kommen wir gesellschaftlich gar nicht ohne aus. Auf der anderen Seite, in Bremen wie vielerorts, haben wir große Kriminalitätsprobleme in der Bahnhofsgegend zum Beispiel, häufig auch migrantisch geprägt, ist eine bestimmte Gruppe von Migranten, aber da mal genauer hinzuschauen, wie sieht es denn aus? Wird zwar gemacht, aber man spricht am liebsten nicht so laut drüber. Jetzt aus meiner soziologischen Beobachtung auch bestätigen und ist ja selbst für sich auch nochmal ein interessantes Phänomen, ne? Warum man da nicht irgendwie auch ein bisschen unverkrampft darüber spricht, weil ich denke, da gibt es ja auch linke Antworten drauf. Halt, also, ne? Und genau. Es gibt auch linke Erklärungen für die Probleme, die dahinter stecken. Und das Problem ist natürlich, wenn man nicht drüber redet, dann wird man die halt nicht entwickeln. Und wenn man die nicht entwickelt, dann sieht man halt irgendwie ein bisschen doof aus, würde ich mal sagen. Na, weil man leider anderen das Feld und die führen im Zweifelsfall nichts Gutes im Schilde. Ja, richtig, genau. Es ist ja nicht so, dass jetzt auch Migrationspolitik, da fängt ja schon an, wir subsumieren mittlerweile alles unter Migrationspolitik. Ja, dabei ist das, genau. Ist das ein riesiger Komplex halt, so, ne? So, da geht's einerseits um Integrationspolitik, dann haben wir es mit unterschiedlichen Formen von Migration zu tun, Flüchtlinge, Kontingenz, und so weiter halt, ne? Und das wird dann ja schon gar nicht mehr differenziert halt, so. Und dann hat man letztendlich von der ganzen Sache einfach auch gar keinen Begriff mehr. Ne? Und selbst wenn man das dann auch noch alles verteidigen will, wie es ist, halt so fehlt eigentlich sogar halt die Sprache dafür, um das vernünftig zu verteidigen, würde ich halt mal sagen. So, einfach weil man sich halt irgendwie dieser Debatte nicht stellt und kein Vertrauen halt so, ne, in die Substanz der eigenen Haltung vielleicht auch hat. Halt, ne? So, ja, absolut. Jetzt vielleicht nochmal einmal zurück zur Studie. Wir hatten vorhin den Satz aus dem Abstract und kurz unter der Grafik, diese etwas kryptische Grafik, die wir gerade eingeblendet haben und ein bisschen aufgedröselt haben, findet sich folgender Satz, der irgendwie mit dem Abstract nicht so richtig zusammenpasst, oder? Oder zwei Sätze sind es, glaube ich. Second, and in contrast to previous findings presented in Van Spanje. The combination of accommodation with a cordon sanitaire does not play in mainstream parties' favor. Accommodation is more effective in winning voters from the radical right in the absence of a cordon sanitaire and predicts greater losses to the radical right when employed in combination with a cordon sanitaire. Also ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was oben steht, oder? Es ist nicht genau das Gegenteil, aber also es ist ja nicht einfach die gegenteilige Aussage, aber die obere Aussage ist sehr ultimativ, ne? Und die Ultimativität lässt sich natürlich damit nicht aufrechterhalten. Ne? Also, weil sie sagten oben, es gibt ja keinerlei Beleg, dass das irgendwas, also im besten Falle halt so nutzt es nichts und im schlimmsten halt so geht es nach hinten los. Ne? Also gut, sie sagen halt, ist more effective. Ja, da könnte man sagen, ist dann halt nicht ganz so schlimm, so könnte man das jetzt im besten Sinne noch interpretieren. Aber das Interessante ist ja trotzdem der hintere Teil des Satzes, ne, dass halt irgendwie, sie sagen halt, wenn keine Brandmauerpolitik betrieben wird, dann ist sogar halt noch eine programmatische Angleichung am effektivsten halt so. Und das widerspricht ja so allem halt so, was sozusagen halt auch die Leute, die gerade gerne auch dieses Paper als Kronzeugen anführen, eigentlich so propagieren. Ne? So, weil das sind ja gerade natürlich die Brandmauer-Ultras, wenn man das mal so nennen will, ne? Die sich gerne darauf berufen. Und je nachdem, ne, wie hart man den Satz jetzt irgendwie auslegt, man zeigt auf jeden Fall, dass das ja schon mal eine interessante Variable ist. Ne? Und wenn man weiterhin bedenkt, dass viele von den Variablen, die dort behandelt wurden, gar nicht signifikant sind, dann sind da halt einfach noch viele Unklarheiten. Halt, ne? Wie das halt irgendwie mit Länderspezifika aussieht. Und man muss ja auch einfach nochmal bedenken, es hat sich halt irgendwie seit, ich würde mal sagen, seit 2015, 16, 17 und nochmal später einfach viel getan nochmal. Also wir leben jetzt nochmal in einer viel digitaleren Welt. Also der politische Alltag ist viel digitaler geprägt. Die politischen Debatten laufen viel schneller. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. So, das
das Datenset, was die hier einbezogen haben, halt so, das ist, auch wenn das noch relativ aktuell ist, schon fast wieder halt veraltet. Du kannst nicht irgendwie Öffentlichkeitsstrukturen aus den 80ern und 90ern heranziehen und halt jetzt mit der Situation vergleichen, halt so wo zum Beispiel so ein Akteur wie die AfD halt so sich ihre eigene Massenkommunikation über die sozialen Medien schaffen kann und geschaffen hat. Halt so. Und das ist so eine entscheidende Zäsur, die hier noch nicht mal eine Berücksichtigung findet. Halt so. Ihr beobachtet das ja auch, ne? Also wie sich Shitstorms entwickeln im Netz und von welchen Akteuren das ausgeht, ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, was ihr da, ja, ich weiß nicht, so fast Forensik, die ihr da betreibt, ne? Ja, das ist so ein bisschen so Anatomie der Shitstorms, das versuchen wir, so, sofern die Daten halt natürlich zur Verfügung stehen. Das ist nicht immer einfach als so, aber wenn man sie hat, ist das natürlich ganz interessant zu sehen, wie sich sowas aufbaut, woher das kommt, aber Shitstorms betrifft ja jetzt auch eher sehr konkrete Dynamiken und nicht nur die gesellschaftlichen, über die wir hier reden. Also hier gibt es ja einfach grundsätzlich das Problem, wenn du sowas machen willst, wie man soll die AfD aus den Medien raushalten, ne? Das funktioniert halt in einem vordigitalen Setting halt so, wo halt alles über vier Sender läuft halt, ne? Und wenn du da nicht ausgestrahlt wirst, halt niemals die Masse erreichen wirst, halt ganz anders halt so, als jetzt, wo teilweise sogar die klassischen herkömmlichen Medien teilweise sogar schon eine kleinere Rolle spielen als andere Formen der Massenkommunikation. Und das ist in solchen Betrachtungen noch gar nicht eingebrannt. Ne? Und dann wird es ja bestimmt nochmal spannend, welche Rolle künstliche Intelligenz dann bald spielen wird, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für ein ganz eigenes Gespräch. Ja, das ist auch gerade so ein Game-Changer. Ja, klar. Ja. Aber du hast jetzt gerade die Öffentlich-Rechtlichen schon genannt und ich glaube, das ist eine hervorragende Überleitung zur nächsten Studie. Nämlich diese hier. Fehlt da was? Perspektivenvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten. Die ist, glaube ich, auch frei verfügbar, ne? Können wir verlinken. Und magst du was sagen dazu? Auch ähnlich coole Studie wie die andere, also in der empirischen Anlage halt so woraus man Interessantes ziehen kann und woraus sich auch interessante Folgefragen ergeben halt. Ja. Das ist ja auch das Problem bei der Studie davor ist nicht, dass die halt schlecht ist. Ne? Das ist halt nur, man merkt das, wenn man sich halt den empirischen Korpus selber anschaut, dass das manchmal ein bisschen mit der Interpretation halt irgendwie, oder man hat halt einfach eine andere Interpretation dieser Ergebnisse, ne, als die Autoren selbst. Und innerhalb der Beschreibung halt so hat man dann häufig dann noch halt relativ nüchterne und neutrale Beschreibungen. Ne? Das durchzieht so viele Studien einfach halt, ne? So, dann kommt halt so ein Moment halt, wie das mit dem Cordon Sanitaire, was wir eben hatten, ne? Und dann kommt dann halt nochmal so eine Schlussfolgerung, wo man dann doch halt häufig sehr stark den Anschlag der Autoren, ne, merkt. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wäre man selber frei von sowas? Würde man nicht einen anderen Einschlag bringen oder sowas, ne? Ich denke halt so, man sollte bei sowas halt immer die interpretative Vielfalt der Möglichkeiten halt irgendwie in Betracht ziehen und in so einem Schlusswort halt ein bisschen diskutieren, wie man das unterschiedlich interpretieren kann, ne? Das würde meine gute Sozialwissenschaft auszeichnen und dann nicht versuchen, das jetzt halt diese eine Interpretation davon zu liefern halt so, weil gerade bei so komplexen Fragen wie unter welchen Bedingungen gewinnen Rechtsextreme eigentlich halt irgendwie Wahlen oder sowas oder Wählerstimmen, das kannst du ja jetzt nicht irgendwie darauf reduzieren, irgendwie mal jetzt in die Programme der Parteien zu schauen. Also die meisten Wähler gucken ja kein Programm mehr. Und das dann halt noch gerade auch noch nur noch mit Blick jetzt auf die migrationspolitische Position halt. Das ist ja auch so ein Problem des Diskurses. Also dass man das überhaupt so als Kronzeuge heranzieht, ne, ist ja schon ein Problem eigentlich, weil haben wir, glaube ich, vorhin gar nicht erwähnt, ne? Müssen wir, glaube ich, jetzt unbedingt noch nachschieben, dass das genau. Ja, dass die Betrachtung war da in der Studie. Genau. Ja, aber das ist also aus einem Winkel. Ja, genau. Also das ist, es ist eine kleine Facette dieses Problems halt so, ne? Und sie wird das sagt auch sehr viel aus über unseren Diskurs, ne? Weil wir haben Generationen von Sozial- und Politikwissenschaftlern, die beschäftigen sich damit auch interdisziplinär teilweise halt so damit, unter welchen Bedingungen rechtsextreme Erfolge zustande kommen, ne? Und dann wird dann so im sozial-medialen Diskurs alles auf diese Frage verengt, halt so, ne? Hast du in deinem Programm halt so ein bisschen migrationskritische Positionen drin? Und so funktioniert das nicht. Und das ist ja alles, wie gesagt, das ist
Also von dem ganzen Design, da gibt es keine Kontrollvariablen, ne? Also es gibt Koinzidenzen und so weiter, das kannst du ja alles gar nicht ausschließen. Also, ne? Dahinter stecken methodisch komplexe Fragen, also, die da völlig ausgeklammert werden, wenn man sich darauf. Das ist für sich genommen eine Studie, aber sie wird eigentlich von der Funktion, die sie leisten kann, halt so völlig, ne? Völlig politisch überdimensioniert sozusagen. Also, ne? Und eigentlich würde man sagen, ja gut, kleines Teilstück, also so habe ich noch irgendwie Wissenschaft gelernt in meinem Studium, ne? Würde man sagen, schönes Teilstück, das müsste jetzt auch erstmal natürlich repliziert werden, halt so, ne? Mhm. Da bräuchte man halt auch noch andere Teilstücke, um ein größeres Bild zu haben, ne? Aber das wird dann teilweise zu einer Theorie aufgeblasen. Normalisierung, wählen das Original und Zeiten so, und dann auch noch Epistemisierung des Politischen. Man beruft sich gerne auf die Wissenschaft, gerade im linken Lager, ne? Und dann wird das ein bisschen halt so einem religiösen Glaubensstück dann fast halt, was dann so kolportiert wird, würde ich sagen. Also wäre jetzt auch ein bisschen so meine soziologische Beobachtung. Aber ja, wir müssen auch mal vorankommen. Ne? Wir müssen auch mal vorankommen, ganz genau. Bei der nächsten Studie jetzt geht es unter anderem ja darum, wie die öffentlich-rechtlichen Medien und auch die Vergleichsmedien, wie die die Parteien wertend darstellen, ob die im positiven oder negativen Licht darstellen. Und auch da ist das, was über die Studie kommuniziert wird, ein Stück weit verzerrt zu dem, was in der Studie dann tatsächlich zu finden ist, wenn wir mal genauer reingucken. Ne? Wir haben die eine Grafik, die ich mal gerade einblende. Hier, wertende Darstellung von Parteien in öffentlich-rechtlichen Formaten und Vergleichsmedien. Ja. Ja, was heißt verzerrt? Ne? Also wir haben halt mal wieder, also erstmal ist das eine interpretative Differenz, ne? So, ne? Also sagen wir so, die Autoren dieser Studie kommen zu einer bestimmten Interpretation und daraus resultiert dann auch ein letztlich bestimmtes Framing, wenn das in den Medien wieder gegeben wird. Ne? So. Jetzt ist halt die Frage, ob man diese Interpretation so teilt, ne? Weil auch hier haben wir einen recht interessanten empirischen Body so. So, und auch hier habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie ist das nicht so eindeutig, ne? So wie der Interpretation, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen anders. Wir reden ja jetzt natürlich auch darüber, weil auch das ist natürlich eine Sache, die da so eine Rolle spielt, ne, im politischen Diskurs, ne? Da geht es ja immer auch darum, ne, Rechte haben ja so einen Pass auf den ÖRR, ne? Besonders die Rechten. Und man sieht mal zumindest, das mag ja auch verdient sein, aber über die AfD wird sehr negativ berichtet. Genau. Das ist ja jetzt auch nicht verwunden. Nö, genau. Genau. Was wir jetzt halt, jetzt wenn wir jetzt im Negativbereich gucken, da hält es abgesehen von der AfD relativ ausgewogen halt so, ne? Die Linke, die fällt hier so ein bisschen raus, das hat vielleicht aber auch was irgendwie mit der Signifikanz zu tun, halt so der Daten, die da vorlagen, halt so, ne? Also im Negativbereich schlägt das jetzt nicht so aus, außer bei der AfD, aber dann sehen wir natürlich jetzt schon zum Beispiel zwischen SPD und der Union, ne, 22 Differenzpunkte halt so im Positivbereich halt so, ne, wie sie da gewertet werden halt. Und das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also es war jetzt nicht meine Wahrnehmung, hätte ich nicht gedacht. Wie hättest du es denn gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass es bei der SPD so positiv ist, so ein hoher Anteil an positiver Berichterstattung. Ja, okay, das stimmt. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ne? Aber gut. Also medialen Rückenwind habe ich für die SPD jetzt nicht so sehr verspürt in der letzten Zeit. Richtig. Aber gleichzeitig hat sie auch den geringsten Negativwert, ne? Vielleicht ist das ja auch irgendwie der Kanzlerbonus oder sowas, ne? Aber, vielleicht. Aber, naja, gut. Also, naja, klar, das ist natürlich jetzt auch eine Dimension. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie verlässlich sind überhaupt die Zahlen halt so, ne? Wie gut war jetzt überhaupt die Erhebung? Kann man damit überhaupt so eine Fragestellung bearbeiten? Ne? So, das würde ich jetzt erstmal vernachlässigen, weil uns geht es ja jetzt darum, was wird aus dem, was gemacht da vorliegt, halt denn so gemacht hat. So, ne? Beziehungsweise, wie interpretiert man das? Das ist jetzt natürlich die wohlwollende Interpretation halt so. Also es gibt dann hier Differenzen zu den Vergleichsmedien halt natürlich halt so. Da sieht das irgendwie ein bisschen ausgewogener aus, vor allem im Positivitätsbereich, außer dass die AfD halt dann natürlich da auch jetzt wieder halt rausschert.
Naja, gut, was jetzt halt so ein bisschen das Framing war, was das Schlusswort der Autoren ist durchaus differenziert und hat auch ein paar interessante Punkte, glaube ich, zu machen, halt so, ne? Aber es deutet schon in so eine Richtung, die dann auch zu einem öffentlichen Framing geführt hat, halt so, ne? Dass halt irgendwie sozusagen der ÖRR von dem Vorwurf freigesprochen ist, halt so linkslastig zu sein. Was auch ein bisschen so der Aufhänger dieser Studie ist, halt so, ne? In der Einleitung halt so. Und Ja. naja, wie siehst du das? Ich glaube, da ist auch die nächste Grafik ganz aufschlussreich, Nee, oder? nee, lass doch mal kurz, Nochmal bei dieser. sag du doch mal, also würdest du jetzt sagen, der ÖRR ist hier an der Stelle von dem Vorwurf befreit, linkslastig zu sein? Also beim ÖRR finde ich schon mal da interessant, dass bei der Linken eigentlich kein messbarer Positivbalken Klar, da wird es da wahrscheinlich. ist. Meintest du schon, ne, dass da wahrscheinlich die Datenlage auch dünn ist, aber bei den Vergleichsmedien ist es jedenfalls deutlich höher. Ansonsten sehe ich jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zur SPD, muss man schon sagen, also über Grüne und FDP wird schon erheblich negativer Bericht erstattet, ne? Aber allerdings sind dann bei Negativberichterstattung SPD und CDU wieder fast gleich auf. Also. Ja, genau. Also ich meine, es ist halt jetzt nicht so drastisch natürlich, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade die zwei großen tradierten Volksparteien, ne, wie SPD und CDU nimmt, finde ich jetzt zum Beispiel jetzt halt eine Diskrepanz von 22%, ne, Bei der positiven Berichterstattung, das ist schon Positivitätsberichterstattung halt, erheblich, ja. finde ich schon beeindruckend halt. Also so. Vor allem von einem Öffentlich-Rechtlichen, der ja einen öffentlichen Auftrag hat, ne, da möglichst halt so parteiübergreifend halt irgendwie auch Bericht zu erstatten, und das ist ja schon mal bei den Vergleichsmedien anders. Was halt, was man so ein bisschen aus der Studie rausliest halt so, und auch im Framing, was darauf folgte, ist halt so ein bisschen, dass der ÖRR ein bisschen von diesem Vorwurf entlastet wäre, weil er unterscheidet sich auch gar nicht so stark von den Vergleichsmedien halt so, ne? Das ist ein bisschen das Argument gewesen halt so. Aber da würde ich sagen, könnte man auch andersrum drehen, ja gut, vielleicht sind ja sogar die Vergleichsmedien sehr linkslastig, unabhängig, wie man das normativ jetzt bewerten will halt so, ne? Geht ja auch erstmal darum, den richtigen Zustand zu erfassen halt, ne? So, und dann kommt natürlich hinzu, damit wir das Thema vielleicht nochmal abschließen auch, dass, ja, wir klammern ja alle irgendwie so instinktiv einfach immer die AfD bei so einer Frage aus halt, so, ne? So tun, so als würde sie da nicht ins Gewicht fallen, weil wir das natürlich für völlig richtig halten, dass sie irgendwie ein Stück weit auch ausgegrenzt wird halt so, ne? Aber wenn man sich jetzt diesen Vorwurf anschaut, der kommt natürlich von Leuten, die eher so Mitte rechts sind oder auch der AfD zugeneigt sind, ne? So, und wenn man jetzt einfach mal schaut, was ist hier Mitte links und was ist hier Mitte rechts, also quasi auch die AfD in die Betrachtung einzieht, ja, dann ist das natürlich sehr stark linkslastig halt so. Das ist ja außerhalb, ne, die Linkspartei, aber die repräsentiert ja nun mal halt nicht mehr so viele Leute wie die AfD, wenn man das so mal numerisch befassen will. Und bei den Vergleichsmedien sieht das dann ja auch ähnlich aus halt so. Also, ne, also natürlich gibt es hier eine Linkslastigkeit in dem Sinne, dass sowas wie AfD ausgegrenzt ist halt so. Die Frage ist dann natürlich, ob man das gerechtfertigt findet oder nicht. So, ne? Und ich glaube, diese Frage wird immer so ein bisschen vorweggenommen, wenn Leute halt die Interpretation dieser Theorie halt vornehmen, halt so, ne? Ja, aber Also. das steckt, sehe ich jetzt hier in dem Datenmaterial auch nicht, ne? Ich würde jetzt zum Beispiel, wenn man ins alte Parteienspektrum zurückgeht, auch sagen, in meiner Wahrnehmung ist die negative Berichterstattung über die FDP zum Beispiel häufig auch fast schon hämisch. Also auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, das ist So nicht kommt mehr es so dir vor, richtig. Ja, so kommt es mir vor. Also es ist meine persönliche Beobachtung. Aber das kann ich aus den Daten ja jetzt nicht sehen. Ist das bei der AfD ist das eine sachliche Ablehnung der AfD-Position? Da gibt es ja an vielen Stellen auch sehr, sehr gute Gründe dafür. die Art Oder der ist Ablehnung das, ist jetzt das, ne? genau, das meine ich. Das kann ich da nicht draus sehen. Insofern, da müsste man eigentlich noch mal genauer hinschauen, finde ich. Nee, das ist auch nochmal eine interessante Dimension. Ne? Also ich will nur sagen, ne, wenn man das jetzt erstmal jetzt grob einteilt in Mitte links, Mitte rechts, ne, und jetzt nicht einfach mal so die AfD ausklammert, sondern das halt irgendwie natürlich auch in dem Sinne versteht, dass dahinter ja auch Wählergruppen stehen, die ja nicht einfach gleichzusetzen sind mit
Björn Höcke oder sowas halt. So, ne? Dann haben wir natürlich starke Linkslastigkeit und das sieht man ja dann auch auf der nächsten Seite, wo die Medien ja so ein bisschen eingeordnet werden, halt so in so einem Koordinaten. Das finde ich eigentlich die spannendere Grafik noch, die blende ich jetzt mal eben ein. Das ist nämlich diese hier. Und da hat man das Raster, da haben wir hier auf der Achse einmal Bewertung der Parteien rechts der Mitte, Bewertung der Parteien links der Mitte und dann schaut man hier mal, wo werden die einsortiert und irgendwie sind alle Punkte doch in einem Quadranten, oder? Moment, aber hier fehlt doch noch irgendwie was. Waren hier nicht irgendwo... geh doch mal bitte noch mal ein paar Seiten weiter, weil da haben wir dann halt noch andere Medien drin, damit es zumindest nicht so... Ah, okay, da sind fehlten die... Nee, noch mal ein bisschen weiter. Da. Hier, ja. Die brauchen wir, genau. Da fehlte Tichys Einblick und Junge Freiheit und so, ne? Gerade. Ja. Genau. Ja. Ideologische Grundpositionierung. Da haben wir liberal-progressiv, konservativ-autoritär. Und auf der anderen Achse Sozialstaatsorientierung versus Marktliberalität. Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was du jetzt. Also ich kann dazu sagen schon mal, also von einigen Leuten wurde das so interpretiert, als würde das würde die doch die Vielfalt unseres Mediensystems beweisen. Also wenn man hier mal schaut, würde ich mal sagen, die allermeisten Punkte sind im liberal-progressiven Bereich. Und eher sozialstaatsorientiert. Und relativ viel dann aber auch dicht an der Mitte, würde ich sagen. Ne? Also wenig Ausreißer. Da haben wir ND, der Tag ist ganz unten links, Tichys Einblick ganz oben rechts, also autoritär und marktliberal. Aber die allermeisten Punkte ja tatsächlich links, sozialstaatsorientiert. Wenn man jetzt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wenn man jetzt nochmal schaut, wie die Beschriftung gezogen ist, also hier hat man noch relativ viel Schrift, aber kaum Punkte. Die Punkte sind eigentlich alle hier, ne? Die allermeisten. Ja, genau, das ist auch noch natürlich ein bisschen so ein visueller Effekt bei dieser Grafik. Ne? Also grundsätzlich ist, also ich finde ja so, also ich oute mich mal, ich finde ja liberal, progressiv und sozialstaatsorientiert gut. Ne? Mhm. Aber unabhängig dessen würde ich jetzt halt nicht irgendwie daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass wir so politische Vielfalt im Mediensystem hätten. Mhm. So, ne? Wie gesagt, deskriptiv, normativ. Also, kann ich mich natürlich anschließen. Da vororte ich mich auch. Aber ich hatte auch tatsächlich gedacht, dass das weiter auseinander liegt. Ja, genau. Man kann natürlich ja auch in Frage stellen, ne, was taugen eigentlich jetzt die Daten? Wie haben die das eigentlich jetzt hier irgendwie ne, qualifiziert auch? Mhm. Kann ja sein, dass das irgendwie, der guckt sich das denn eigentlich wirklich genauer an. Ne? Macht man bei manchen Studien natürlich halt so. Ne? Mhm. So möchte ich jetzt hier nicht irgendwie genauer drauf eingehen halt. Ne? Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so da, wie es ist, weil uns geht es ja darum, wie wird das, was da vorliegt, sozusagen interpretiert. Und ja, du hast es schon angesprochen, auch mit den Beschriftungen natürlich, ne? So, weil das ja auch so stark konzentriert ist, ist man ein bisschen so dazu gezwungen, halt natürlich halt irgendwie auch sehr stark halt nach rechts die Beschriftung auszulagern, halt, ne? So, da ist halt Platz, ne? Ja, genau, würde man die jetzt irgendwie zentrieren an den Punkten halt oder vielleicht sogar ganz weglassen, ne? Dann würde das zum visuellen Effekt sogar noch sehr deutlich. Ja. Dann hätte man nicht nur diese Links- und Lastigkeit, sondern man würde auch noch eine sehr starke Konzentration halt irgendwie auch feststellen. Halt so, ne? Also vom Visuellen überzeugt mich das jetzt nicht als von der Gegebenheit der Vielfalt halt so, ne? Das ist zumindest, ja. Ja, aber interessant, ne, dass da halt dann unterschiedliche Sachen draus gelesen werden. Und ja. Dann, das wurde dann ja auch in den Medien diskutiert. Die einen haben das angeführt halt sozusagen, um um den ÖRR, ne, sozusagen zu entlasten, das Vorwurf ist. Ja, und Bild hat das dann wiederum aufgegriffen mit von wegen hier, ja, Studie belegt halt hier, ne, so linkslastig halt so, ne? Und aber wir sehen auch hier wieder, ne, also es gibt empirischen Body, dann Interpretation der Autoren und es gibt noch so Framing, was man dann auch medial erhält halt und das muss nicht unbedingt so eindeutig zusammenfassen mit dem, was man hier besprochen hat.
Ja, und das ist auch bei der letzten Studie so, die wir uns noch angucken wollen. Die war, glaube ich, jetzt medial am stärksten vertreten in der letzten Zeit, glaube ich, ne? Also habe ich jedenfalls eine ganze Menge drüber gehört, nämlich lauter Hass, leiser Rückzug, ja auch begleitet von einer politischen Kampagne. Genau, das ist die Studie. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. Und da seid oder ist dein Institut mit verbandelt, ne? Habe ich das richtig verstanden? Forschungsstelle, für die ich arbeite, die hängt sozusagen mit einer der Organisationen zusammen, die an dieser Studie mitgewirkt haben. Ja, das ist, und auch hier muss man gleich mal sagen, von der Grundanlage, ganz tolle Studie. Also auf jeden Fall. Bietet sehr interessante Einblicke, wirft sehr viele Fragen auf und könnte man sehr viel vielleicht sogar auch draus machen halt, ne? Aber auch hier habe ich so meine Zweifel, ob diese eindeutige Interpretation, die da geliefert wird und wie das dann auch im medialen und politischen Framing transportiert wird, halt so sein müsste. So, ne? Wenn man sich das genauer anschaut. Ja, Hast du mal reingeschaut? ja, ich hab mal reingeschaut. Was ich gehört habe aus der Studie, bevor ich reingehört habe, war ja ganz stark, also jede Menge Hass im Netz, und eigentlich immer verknüpft mit Hass von rechts. Also jede Menge rechter Hass und Hetze im Netz und der stille Rückzug der Zivilbevölkerung, der Mitte der Gesellschaft, die sich dann dem Druck beugen. Ja, genau. So, das ist, glaube ich, so die Botschaft, die davon ausgesendet wurde, ne? So, das ist ja auch titelgebend. Lauter Hass, leiser Rückzug. Also dieses Rückzugsmoment, dass sich Leute irgendwie eingeschüchtert fühlen, ist natürlich sehr prominent gemacht worden. Und da wurde sehr stark betont, dass ja vor allem Leute mit Migrationshintergrund, ne, oder mit anderer sexueller mit nicht als heteronormativ begriffener sexueller Orientierung halt davon betroffen sein. Ne? Wurde sehr stark mit rechten Hass in Verbindung gebracht und in eine politische Kommunikation auch eingebettet, die sozusagen dafür wirbt, ne, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, Kampf gegen Hass im Netz, insbesondere gegen Rechtsextremisten. Ja, finde ich gut auf jeden Fall, muss ich nochmal sagen, dass dafür Mittel bereitgestellt werden. Ne? Ja, auf Das jeden ist halt Fall, immer noch die genau. Frage, wie macht man es richtig? Ne? Hier haben wir einmal eine Grafik, ob man Hass persönlich schon Hass im Netz gesehen hat. Muss man ja, glaube ich, auch sowieso erstmal gucken. Das ist eine reine Befragung, ne? Also es geht um Wahrnehmung derjenigen, die da befragt wurden. Den Punkt können wir vielleicht auch ganz schnell skippen, aber der ist ganz gut, um nochmal klar zu machen, halt, dass es wird hier jetzt keine Definition, ne, von Hass im Netz angelegt und das dann operationalisiert und dann festgestellt wird. Ne, das ist eine Befragung, die sich auch als repräsentativ versteht, die Leute nach ihrem subjektiven Empfinden, ne, von Hass im Netz halt befragt, mit all den Problemen, die halt damit verbunden sind, aber auch mit all dem Erkenntnismehrwert, der damit verbunden ist. Weil das meine ich ja, das Tolle an der Studie ist ja eigentlich, dass es Material liefert, um sich weitergehende Frage zu stellen, wie Leute Hass im Netz empfinden halt, ne? Wenn man das jetzt irgendwie mal vielleicht auf eine Metaebene auch ziehen möchte, ne? So, da bietet das eigentlich ganz viel interessante Anhaltspunkte halt so. Ob man daraus jetzt machen kann, das ist Hass im Netz, ne? Das sei jetzt dahingestellt. Oder? Es könnte ja auch sein, jetzt mal so rein hypothetisch, könnte ja auch sein, dass eine bestimmte Gruppe besonders empfindlich ist und deshalb das, was sie als Hass wahrnehmen, ne, das viel, viel höher ziehen und eine andere Gruppe ist vielleicht viel resilienter und sagt, das ist doch kein Hass. Und dann ist deshalb der Balken niedriger. Hass habe ich nie gesehen, weil ich das Richtig, nicht ne? als Hass werte, was andere als Hass bewerten. Richtig, genau. Das ist natürlich, das sind ja diese Fragen, die sich
sind ja diese Metafragen, die sich dazu dann stellen und wo das dann ja auch interessant ist. Und da die Studie auch ja Merkmale erhoben hat, ne, zu den Befragten halt so, lässt sich da vielleicht schon so ein bisschen was interpretieren, ne, nicht erst als letzter Schluss natürlich, ne, aber man findet hier vielleicht so ein bisschen Indizien, ne, die vielleicht ein bisschen Aufschluss in dieser Frage geben. Also, ich gehe nochmal eben rein. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei der Frage bist, eben warst du ja erst noch bei, haben Sie schon mal HTML gesehen, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich sozusagen beobachtet, ne? Mhm. So, wenn du jetzt mal ein paar Seiten weitergehst. Aber da könnte man jetzt zum Beispiel schon sagen, ne, hohe Schulbildung, ja, habe ich schon mal gesehen, niedrige Schulbildung eher nicht. Also vielleicht sind die auch härter im Nehmen sozusagen, werten nicht könnte so viel eine Interpretation als sein, könnte sein halt so, dass hohe Bildung auch eher ein bisschen synchron geht mit den bildungsbürgerlichen Milieus, in denen halt dieses Konzept Hass im Netz und auch die entsprechende Sensitivität, die damit verbunden ist, halt also auch einfach eine größere Rolle spielt. Halt so, ne? Ich kann aber, ja mal ein bisschen weiter gehen, es sind ja eine ganze Menge ganz gute Grafiken drin. Ja, aber geh mal auf jeden Fall auf Seite hier 54? 38. Ja. Da sind wir. Waren Sie schon selbst betroffen? Genau. Mhm. Da ist erstmal alle 15%. Das finde ich schon mal interessant, weil. Frauen, Männer. Naja, also es, man kann schon ein bisschen darüber streiten, darüber, wie schlimm ist denn eigentlich jetzt das Problem Hass im Netz. Ne? Also, wenn. In der öffentlichen Kommunikation ist natürlich sehr stark betont worden, halt sowas wie. Glauben die Leute, dass Hass im Netz in den letzten Jahren zugenommen hat? Oder haben sie schon mal Hass im Netz gesehen? Und da sind die Zahlen natürlich ungleich höher. Halt. Also, ne? Wenn man jetzt schaut, halt so, wer gibt denn an, davon betroffen zu sein? 15% finde ich erstaunlich gering. Ich hätte da ja sogar einen anderen Wert erwartet. Also, ja, oder so man sagt, ich habe bei anderen schon Hass beobachtet und deshalb bin ich so vorsichtig, dass ich gar nicht betroffen bin. Nochmal? Also, wenn ich Hass gesehen habe, also sagen wir mal, irgendjemand hat sich rechts aus dem Fenster gelehnt und hat von links total einen auf den Deckel gekriegt oder andersrum, dann habe ich das gesehen und, das könnte natürlich sein, und bin selber schon gehemmt und sage, ich schreibe doch lieber gar nichts, dann bin ich selber nicht betroffen. Genau, weil ich gar nicht erst so handle, dass ich betroffen sein könnte. Weil man mich das schon so tagtäglich beobachtet, hält man sich selbst so grundsätzlich ein bisschen so zurück. Ja, klar, das würde ich jetzt nicht unplausibel finden. Das ist eine Sache, der man nachgehen sollte. Ne? Aber interessant ist dann ja natürlich, jetzt hier, wenn man jetzt bei der Betroffenheit schaut, waren Sie selbst schon mal von Hass im Netz betroffen? Es wurde ja auch eine politische Selbsteinstufung vorgenommen, der Befragten. Halt, ne? Das sehen wir hier unten rechts, links, rechts, Selbsteinstufung. Und da sieht man so, dass sich das links und rechts jetzt gar nicht so viel nimmt. Halt, so, ne, das finde ich auch schon mal überraschend. Auch hier wieder, natürlich ja eigentlich, nur sagen, wie viel wert sind die Zahlen, die dem zugrunde liegen, aber ich wiederhole mich, wir wollen ja schauen, was wird aus dem, was vorliegt, gemacht. Ne? Na, ich find's ja eigentlich auch plausibel, also wenn man immer stärkere Polarisierung wahrnimmt und die mal unterstellt, dann ist doch irgendwie klar, dass die beiden Lager sich gegenseitig auf die Mütze hauen und nicht nur ein Lager dem anderen. Ja, wenn man vielleicht nicht so im Lagerdenken drinsteckt, dann fällt einem vielleicht, also das scheint so einem wahrscheinlich selbstverständlich, ja, aber ich glaube, Leuten, die im Lager denken, ist das nicht so ersichtlich vielleicht. Naja, in der Mitte sieht man ja, da ist deutlich weniger. Genau. Und je weiter die Extreme, ne, oder je weiter am Rand, ja, der linke Rand und der rechte Rand, dass die sich vielleicht gegenseitig bekriegen, ist doch eigentlich naheliegend. Also wir sehen dann jetzt zum Beispiel auch auf der nächsten Seite, ne, die Formen von Hass. Ja. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt politische Ansichten, ist das, was am meisten halt so irgendwie genannt wurde. Ne? Das ist, und Aussehen auch noch echt verdammt hoch. Aussehen, ja. Das ist insofern interessant, weil jetzt sowas wie Migrationshintergrund oder so oder sexuelle Orientierung, das wurde ja sehr stark betont. Ne, in der öffentlichen Kommunikation und auch im Framing halt. Ne? Und kommt natürlich irgendwie an vierter und fünfter Stelle, liegt aber weit unter eigentlich was von anderen Formen von Hass im Netz. Ne? Und auf einer ähnlichen Stufe wie Alter und berufliche Tätigkeit und so. Ne? Ich will das Problem nicht kleinreden, aber ich will es halt auch nicht großreden. Halt. So, ne?
So, und das ist halt so, man könnte jetzt natürlich Zweifel haben, wie kommen die Zahlen zustande und so weiter, aber diese Zahlen, so würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt nicht so interpretieren, dass man das so in den Vordergrund stellt, wenn man so eine Studie anstellt. Da hätte jetzt natürlich ganz offensichtlich herausgerangen, politische Ansichten und auch in Kombination dessen, dass hier natürlich eine relative Ausgewogenheit zwischen Links-Rechts-Selbsteinstufung ist, scheint das milieuübergreifend zu existieren. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie setzt sich jetzt das mit den politischen Ansichten zum Beispiel zusammen? Da würde man jetzt natürlich gerne wissen, ne? Wer beklagt das am meisten eigentlich halt, ne? Und wenn das schon die größte Kategorie ist. Und ja, das ist dann, da muss man dann im Anhang suchen, um das zu finden. Genau, das mache ich mal gerade, aber da mache ich einmal kurz das die Freigabe hier aus, damit den Zuschauern nicht schlecht wird, wenn ich hier durch die Studie scrolle. Das war, glaube ich, Seite 77, weil das ist tatsächlich spannend. So. Kommt. Tja. Nach politischer Orientierung hier unten rechts. Ja, genau. Also auch hier wieder eine relative Ausgeglichenheit. Hier einen leichten Trend zu rechts, der das halt beklagt. Ne? Also sind vor allem Rechte, die beklagen, Hass im Netz wegen politischer Ansichten zu erfahren. So, und, gut, kann man jetzt Verschiedenes vom denken, aber ja, sollte man auf jeden Fall thematisieren, würde ich halt sagen. Also das sind ja gerade sehr überraschende Sachen. Aspekte, die diese Studie ja halt zutage fördert halt so, ne? Und da gibt es ja auch viel zu diskutieren, ne? Da könnte man sich jetzt auch fragen, warum beklagen Leute von Rechtshass im Netz, ne? So steckt dahinter nicht vielleicht ein bisschen auch dieser Opferkomplex halt so, ne? Da könnte ja auch eine verquere Psychologie dahinter liegen halt so, ne? Das ist ja, sind ja alles Sachen, denen man auf die Gründe gehen kann halt so, ne? Aber dann gar nicht halt irgendwie halt das irgendwie bemerkenswert zu finden, wundert mich dann. Ja, stimmt. Und ich finde auch hier nach Wahlabsicht finde ich gar nicht mal so uninteressant. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass man bei der AfD einen viel höheren Balken hat, aber es scheint da echt bei den Parteien vornehmlich Grüne zu treffen, ne? Das ist ja ein Wahnsinnsunterschied zwischen Grünen und CDU zum Beispiel. Ja, also ich meine, es ist Grün und AfD vorne, aber AfD nimmt sich nicht viel mit SPD und so, aber Nee, gar nee, also nichts. Gleich auf mit der SPD. mich verwundert das jetzt nicht gar nicht. Also das ist ja jetzt schon so, ne? Also ich bin ja jetzt auch kein Freund der Grünen, das war noch nie irgendwas, wofür ich großpolitische Sympathien empfunden habe oder sowas, aber jetzt auch keine große Aversion. Aber was ich natürlich beobachte, ist, naja, dass die natürlich schon besondere Tatobjekte sind. Ne? Also es gibt zwei Parteien im politischen Spektrum, die sich sozusagen Spinnefeind sind. Das sind die Grünen und die AfD und die Milieus, die damit verbunden sind, die würden auch niemals auf den Gedanken kommen, zu wechseln. Ne? Das zeigen ja auch die verschiedenen Potenzialanalysen und so weiter. Ne? Und die Grünen kriegen natürlich auch schon viel ab als Tatobjekt, ne? Weil die Rechten sich schon sehr stark natürlich darauf einschießen. Ne? Das ist ja, ist insofern, das Aber zeigt sich ja auch in den Statistiken zu Übergriffen auf Politikern und so weiter, ne? So, das ist Ja, doch, ja. das hätte ich, das wundert mich jetzt auch nicht so sehr, aber hättest du nicht gedacht, dass der Balken bei der AfD größer ist als Größer bei ist. der SPD? Ja, das sind noch andere Punkte in der Studie, wo mich das ein bisschen verwundert, wo das AfD-Merkmal eine Rolle spielt, ne? Weil das korreliert nicht unbedingt immer ganz gut zum Beispiel mit dem Wert der Rechtseinstellung halt, so, ne? Wo ich dann auch ein bisschen verwundert war halt so, kann mir aber vorstellen, dass halt, weil das jetzt so eine Befragung war, die jetzt nicht auch aller Tage geschieht und da wurden natürlich Leute irgendwie rausselektiert, gerade da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Leute nicht angegeben haben, dass sie AfD wählen halt so, ne? Also es ist eine Partei, die einer sozialen Stigmatisierung unterliegt und das muss man halt irgendwie als Faktor einpreisen und das tun übrigens auch die Meinungsforschungsinstitute, ne? Wenn sie ihre repräsentativen Wahlumfragen machen, halt so, ne? Das ist ja die Rohdaten und das, was man daraus extrapoliert, halt so, mit bestimmten Faktoren. Und da gehört das immer auch dazu, dass wir wissen, dass einfach weniger Leute sich zur AfD bekennen als andere Wähler zu anderen Parteien. Ne? So, das kann hier natürlich auch ein Verzerrungsfaktor sein. Ah, okay, ja. Spannend.
Holger, ich glaube, wir müssen so langsam mal auf die Zielgerade. Wir haben noch zwei Ja. Grafiken, wo wir drauf schauen wollen. Nämlich hier, welche Folgen hatte Hass im Netz für Sie? Genau, da geht es dann um sowas wie sozialer Rückzug, psychische Beschwerden, ne? Also jetzt ganz persönlichen Folgen, und wenn man nochmal zwei Seiten weitergeht. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? Da geht es dann darum, wie man darauf reagiert hat, ne? Auf so eine Betroffenheit, ne? Ob man, ja, zum Beispiel, ich bekenne mich seltener im Internet zu meiner politischen Meinung, ne? Ja, Ne, relativ also viel, ne? es geht eigentlich um diesen ganzen Komplex, ne, den man diesem Aspekt der Rückzug halt in Verbindung bringen kann, ne? Also diese beiden Grafiken und die, was ja auch titelgebend ist und was ja öffentlich sehr stark nach vorne gestellt wurde, ne? Und so, und da haben wir natürlich bestimmte Zahlen. Also erstmal müssen wir, glaube ich, die Relationalität betrachten, ne? Wir haben 15% der Leute, die sagen halt so, ich habe schon mal Hass im Netz erlebt, ne? Und und unter denen halt so, ne, reagieren jetzt Leute in der und der Weise halt, ne? Also ich halte die sozialen Medien generell für sehr toxischen Raum, deswegen halte ich mich da sehr schön passiv auch zurück halt so. Also das ist ganz ehrlich gesagt, also da toben sich unheimlich viele Verrückte aus halt so, ne? Und so, ich setze mich dem ja auch irgendwie ungern aus halt. Und also wenn man meint, halt einen großen Teil seines Lebens darauf zu verwenden, halt so, ist man auch meines Erachtens, wenn ich mal ein bisschen unpolitisch spreche, halt ein bisschen selbstschuld auch, ne, wenn man das halt irgendwie meint, sich irgendwie antun zu müssen, halt so, ne? Aber Naja, aber für junge Menschen ist es zum Beispiel nicht ganz so einfach, ne? Wenn man gerade so anfängt. Also ich meine, bei uns ist es jetzt ja auch schon durch Erfahrungen gespeist, aber also ne, klar, ich es war gibt ja natürlich. lange. Es gibt natürlich soziale Zwänge und so weiter, die, doch gar keine Frage, man braucht das auch oder was weiß ich, aber wir sollten vielleicht auch unsere Kinder oder so weiter mehr dazu couragieren, halt so, dass sie halt vielleicht den Quatsch auch nicht brauchen, so statt irgendwie, aber gut, da sind wir in einem ganz anderen Gebiet, das ist ja eher so Lifestyle-Politik, halt so. Aber also Teil meines Jobs, jugendliche Medienwelten auch zu schauen, weil ich im Bereich Digitalisierung und Schule unterwegs bin. Und da müssen wir schon auch immer mal hingucken, was machen denn die Jugendlichen eigentlich im Netz? Und wir haben da immer stark so den Hang dazu moralisieren, aber wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das ein wichtiger Teil ist für die. Und es ist ja auch irgendwie klar, junge Menschen haben eine starke narzisstische Triebfeder. Das Gehört so. auch einfach dazu. Genau. Und bei den Erwachsenen bleiben auch viele Narzissten übrig, die sich da gerne tummeln. Also man kann sich da ja sehr gut zur Schau stellen. Insofern ist das, glaube ich, so attraktiv. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Gespräch, Sind wir was wir führen. Genau. abgedriftet. Okay, Ja. ja, wir waren bei dem Punkt, genau. Da geht es ja um diese ganzen Formen des Rückzugs oder der Zurückhaltung. Ne? An der Stelle waren wir ja. Ach genau, ich habe ja das alles mit dem ganzen Hass und so weiter so ein bisschen relativiert halt so, ne? Ist natürlich auch so ein bisschen Punkrock-Attitüde halt so, ne? So, man hat dann natürlich immer so ein bisschen, man schaut sich das ja immer ein bisschen an und fragt sich immer, mein Gott, warum seid ihr alle so sensibel halt so? Das so ein bisschen nebenher. Ja, da sehen wir auf jeden Fall diese Zurückhaltungsaspekte, Rückzugsaspekte, und da fragt man sich natürlich auch, wie setzt sich das politisch zusammen, ne? Also Genau, wer zieht sich eigentlich zurück? ja, genau. Hast du geguckt in der Studie? Ja, ich habe geguckt und dann habe ich geblättert und geblättert und geblättert. Und dann war ich ja schon schlau und habe gedacht, musste ja am Anhang gucken, irgendwo um Seite 77 rum, da stand schon mal was Interessantes, aber da war nichts. Da war nichts, ne? Ja. Schade, ne? Weil das ist ja sehr interessant. Ja, Mist. Ja. Aber jetzt haben Leute über eine Stunde ausgehalten und jetzt kommt der Knaller. Nee, aber du hast da tatsächlich ein paar Erkenntnisse, ne? Ohne jetzt Nein, genaue Zahlen zu nennen. es ist halt von dem, was wir jetzt vorher wissen, jetzt halt nicht sehr überraschend halt so. Also mir sind die groben Zahlen bekannt, und es ist sich dann natürlich dann auch sehr ähnlich, links und rechts.
Teilweise wird auch mit einem Tick mehr von rechts beklagt, halt so, dass man sich halt nicht traut, halt so, ne, seine Meinung da im digitalen Raum frei zu sagen und so weiter, ne? Und wundert mich jetzt, das wundert mich tatsächlich nicht, dass das viele Rechte sein, halt so, ne? Leute, die sich rechts positionieren, halt, ne? Mich wundert dann eher, warum man das vielleicht nicht thematisiert, ne? Das ist ja, also, ich meine, das ist jetzt gar nicht böswillig, dass wir Leute, glaube ich, irgendwie manipulieren. Das passiert ja nicht. Also, das ist ja, Manipulation ist immer auch ein Stück weit Selbstmanipulation, ne? Deswegen gibt es den Begriff des Biases, ne? So, ne? Man hat halt ein anderes Interesse, deswegen guckt man auf andere Aspekte, die springen halt einem ins Auge, so, ne? Dir oder mir scheinen halt andere Aspekte ins Auge zu fallen. Also, ich fände es interessant, halt eher hier auch anzusetzen, weil für mich ist das jetzt, glaube ich, eher keine Studie, ne, die irgendwie lauter Hass und lauter Rückzug so als Thema halt irgendwie zur Folge hätte, halt so, sondern eher so etwas wie, naja, gefühlter Hass, ne? Das bringt erstmal die Subjektivität, ne, die dem Ganzen zugrunde liegt, zum Ausdruck, und dann gefühlter Hass, echte Polarisierung, Fragezeichen oder sowas, ne? Das wäre eigentlich so eher das Topic gewesen, was ich aus sowas herausgezogen hätte, weil es ist eine Studie, die uns sehr viel über Polarisierung in der Gesellschaft halt in Ja. Bank gibt. Also, was ja ein nicht zu vernachlässigendes Forschungsfeld ist, würde ich mal sagen. Ja, und nicht zu vernachlässigen das, oder deshalb wahrscheinlich ja, und nicht zu vernachlässigen das gesellschaftliches Problem. Ja. Genau. Und eigentlich zeigt mir das jetzt, wenn man durch die drei Studien mal durchschaut, dass häufig die Studien selber gar nicht schlecht angelegt sind, dass man eine ganze Menge interessante Erkenntnisse daraus ziehen kann, dass man sich aber nicht unbedingt darauf verlassen sollte, welche Erkenntnisse andere schon daraus gezogen haben, sondern dass es sich schon lohnt, mal reinzuschauen und selbst zu gucken, was man da eigentlich in den Daten so findet. Ja, richtig, ne? Also erstmal sollten das meines Erachtens auch Medien tun, wenn sie meinen, jetzt Bezug nehmen zu müssen halt auf Studien, ne? Es ist ja auch einfach so, dass ne, also ist ja die Rede auch von der Epistemisierung des Politischen, ne? Also seit Corona ist das einfach so ein Trait geworden, ne, in unserer Diskursführung, dass man gerne auf die Wissenschaft verweist, ne? Weil das hat so was Unverrückbares halt so, dadurch wird die Frage so ein Stück weit entpolitisiert, sie ist nicht mehr so verhandelbar, ne? Hier stellen sich ja Leute hin und sagen dann, wenn du die Migrationsfrage offen stellst, dann bist du hier wissenschaftlich zertifiziert, halt ein Steigbügelhalter des Faschismus oder sowas. Ne? Das sind ja so die Ausdrucksformen, die man ja so findet, halt in den sozialen Medien, und gar nicht zu wenig. Ne? Und dann, ja, dann ist das natürlich, gerade da sollte man dann natürlich genauer hinschauen. Also erstmal, Sozialwissenschaft ist immer ein bisschen wackelig. Ne? Das ist nicht wie mit den Naturwissenschaften, das ist politisch umkämpfter, das hat immer sehr viel mit Interpretationsleistung zu tun. Und gerade da muss man natürlich auch sauber sein und sich auch nicht überhöhen mit dem, was man da eigentlich beweisen kann, halt so, ne? Weil, wie gesagt, bei der ersten Studie, ja gut, das ist halt, wie man so sprichwörtlich, wie man ja auch immer sagt, halt, ne? Das ist halt Korrelation, was da stattfindet. Aber Kausalität hat man da bei weitem nicht bewiesen. So, ne? Und ich finde, die höchste Erkenntnis kann man dann eigentlich daraus ziehen, wenn man sich auch erlaubt, aus unterschiedlichen politischen Blickwinkeln da drauf zu schauen. Und wenn man in unserer polarisierten Zeit da nur von zwei extremen Standpunkten aus drauf guckt, dann bleibt, glaube ich, viel Erkenntnis, die man rausziehen könnte, auf der Strecke. Und wenn man sich darüber unterhält und schaut und austauscht, wie man das alles noch lesen könnte, ich glaube, dann kommt man viel eher dahin, wo man hin will. Da hättest du jetzt ein interessantes Thema für einen philosophischen Podcast. Halt, so. Das können wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht leider nicht vertiefen, aber ich möchte dazu auf jeden Fall nochmal was sagen, ne? Auch damit das nicht missverstanden wird. Ja. Ne? Also wie bei den Medien halt so, da ich mich selber auch eher so als linksliberal verorte, und so, könnte man jetzt natürlich sagen, schön und gut, aber ich glaube halt so, wir leiden halt alle irgendwie intellektuell darunter, halt so, wenn wir nicht eine gewisse Bandbreite im Diskurs haben. Halt so, ne? Ich muss Ja, rechtere genau, Positionen. die eigenen Ideen müssen herausgefordert werden. Genau, ich muss rechtere Positionen nicht teilen, halt so, um sie trotzdem tolerieren zu können, weil sie ja auch letztendlich immer auch irgendwo wichtig sind, halt so, ne, um ja, nicht zu sehr stark im Confirmation Bias und so weiter drin zu stecken. Halt, so, ne? Und wenn man nicht herausgefordert wird, wenn man nur in seiner homogenen Suppe natürlich schwimmt, ne, dann würde man halt irgendwie Probleme im System auch nicht erkennen, auch wenn sie halt irgendwie riesig sind. Halt, so. Und das ist eigentlich auch eine Binsenweisheit der Kognitionsforschung halt so, ne? Deswegen ist das halt irgendwie,
Ja, ich meine, keine Ahnung. Das ist ja auch ein bisschen das, wo, glaube ich, Popper meines Erachtens immer so ein bisschen falsch verstanden wurde, halt so, ne? Weil, ne, bei der Toleranz, der Intoleranz gegenüber der Intoleranz gegenüber der Intoleranz geht es natürlich ein Stück weit auch darum, um die Leute, die epistemisch verschlossen sind. Ja. Also, ja, und ja, da leidet dann auch die Wissenschaft darunter, ne? Weil selbst vergewissern sich alle nur letztendlich auch in ihren Narrativen, alles ist auch politischer heute und weiß nicht, man muss sich auch viel mehr Zeit lassen, so viel, schnell ständig alles veröffentlichen. Also es gibt ganz, ganz große Probleme in der Wissenschaft, vor allem in der Sozialwissenschaft, die die GWUP angehen könnte. Lass Gerade uns die das tun. Mir hat das Spaß gemacht heute. lieber Holger, lass uns das mal als Schlusswort nehmen. Wie gesagt, war mir ein großer Spaß. Würde ich auch gerne, wenn du mal wieder einen Stapel Studien auf Lager hast, gerne wiederholen. Vielen Dank, dass du uns da durchgelotst hast. Und den Zuschauern vielen Dank fürs Ausharren bis hierhin. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Natürlich liken, subscriben, abonnieren, Glöckchen und so weiter. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Danke nochmal, Holger. Ciao, ciao.